Mama? Oh mein Gott! Sieh dich doch nur an in diesem Kindergartenkleid! Erwachsene Mädchen darf man doch nicht so herumstolzieren sehen. Lass es mich tragen, Mama. Ich liebe dieses Kleid. Ich fühle mich darin wie eine kleine Märchenprinzessin. Aber du bist bereits voll reif. Schluss jetzt. Darüber hätte ich beinahe die frohe Nachricht vergessen. Stell dir vor, Wendler. Heute Nacht hat der Storch deine Schwester besucht und ihr ein kleines Mädchen gebracht. Ich kann's nicht erwarten, sie zu sehen. Gut, dann zieh ein anständiges Kleid an und setz einen Hut auf. Mama, sei nicht böse. Bitte sei nicht böse. Aber ich bin nun schon zum zweiten Mal Tante. Und ich weiß noch immer nicht, wie das alles vor sich geht. Mama, bitte, ich schäme mich ja schon für die Frage. Aber wen soll ich denn fragen, wenn nicht dich? Wendlerkind, du kannst doch nicht von mir verlangen. Aber du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich noch an den Storch glaube. Ich weiß wirklich nicht, womit ich eine solche Unterhaltung verdient habe. An einem Tag wie diesem, Gecken, zieh dich an. Soll ich den Gregor fragen, den Schornsteinfeger? Gut, ich sag dir alles, aber nicht heute. Morgen oder übermorgen. Heute, Mama. Wendlerkind, ich kann einfach nicht. Mama! Wendler, du treibst mich in den Wahnsinn. Warum? Ich knie mich zu deinen Füßen. Leg meinen Kopf in deinen Schoß. Du kannst sprechen, als ob ich gar nicht da wäre. Bitte. Also gut. Ich sag es dir. Ja? Könnte ich... Mama! Na gut. Also, damit deine Frau ein Kind empfange. Verstehst du mich? Ja, Mama. Um ein Kind zu bekommen, muss eine Frau auf ihre ganz persönliche Art und Weise, muss sie... Ihren Ehemann? Lieben? Sie muss ihn lieben, so wie sie nur ihn lieben kann. Nur ihn! Sie muss ihn lieben mit ihrem ganzen Herzen. So, jetzt weißt du alles. Alles? Alles. So wahr mir Gott helfe. Mama! Mama, du hörst mich. Mama, du siehst mich. Mama, die Tränen. Fühlst du denn den Schmerz? Mama, du hörst mich. Mama, du